Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir werden jetzt diese blöde Quest hier nochmal probieren, in der ich in der letzten Folge kläglich gescheitert bin. Ich habe inzwischen ein bisschen gelevelt und bin jetzt, wie ihr seht, auch schon Level 32. Also müsste es jetzt eigentlich klappen. Uah. Wie geht's denn hier überhaupt hin? Okay. Na gut, das probieren wir es einfach mal. Hier schießen Sie zuerst und fragen dann. So. Mal mit den anlocken können hier, den Kameraden. Treten rum, treten der sich um. So, wo war denn das jetzt? Ich glaube, wir müssen mal hier hochschauen. Schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwo noch unsere Waffen auffüllen können. Wie sieht es überhaupt aus mit den Waffen? Na, die sind eigentlich eh voll. Okay, das würde passen. Eigentlich schauen, dass wir die nach und nach jetzt ausschalten. Hier kommt noch einer. Ah.
weiß eben nicht, was, wie viel das Ding hier Schaden macht. Auf jeden Fall nicht viel. Okay, die haben wir nicht aufgeschreckt. Den könnten wir noch killen. Schon genau richtig jetzt hierher kommen. Nicht so geil. Och nee, oder? Boah, das kann doch gar nicht sein, Mensch. Das hat's gar nicht so schlecht ausgeschaut, eigentlich. Mann. Das ist einfach nicht hinbekommen hier. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay. Nochmal das Spielchen von vorne. Sonst müsste hier noch einer sein eigentlich, oder?
hier nochmal rum. Kommt aber nicht der Sauhund. Okay, komm her. Kann ich die nicht irgendwie hochlocken? Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Okay, das machen wir von der Seite. Ofen haben wir schon schön geklärt eigentlich. Thank you.
Okay. Okay, das andere müsste eigentlich gleich hier unten sein. Okay, haben wir noch Gefäße? Nee, es ist eigentlich jetzt nur noch dort drüben. Dort unten. Schwierig reinzukommen. Geh halt runter. Okay, mach die kaputt. Vitruvius wird wissen wollen, dass seine Formel wieder sicher ist. Boah. Nein, das wollte ich nicht. Dekapitiert! Alter. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal raus hier. Ich hoffe mal, dass es gespeichert worden ist. Sonst haben wir ein Problem. Vitruvius wird wissen wollen, dass seine Formel wieder sicher ist. Okay. So, dann schauen wir nochmal, was uns Vitruvius zu sagen hat. Okay. Hast du sie? Hast du meine Formel gefunden? Heute wird Ägypten nicht brennen. Und auch sonst nicht. Und Feldherr Agrippa?
Er hat sie mir nicht freiwillig gegeben. Er war ein guter Römer. Aber er hat nie verstanden, dass man trotzdem auch ein guter Mensch sein kann. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bajek von Siva. Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. Okay, so Leute, dann würde ich sagen, machen wir auch schon an dieser Stelle wieder einen Cut und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn mögt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer André.